Ja, und jetzt kommen wir zum Spiel des 1. FC Saarbrücken bei Hansa Rostock. Wochenlang ging die Diskussion beim FCS nur darüber, dass die Stürmer einfach nicht treffen, die eklatante Abschlussschwäche. Aber seit letzter Woche hat man möglicherweise eben auch ein Abwehrproblem. Denn die Kollegen Markus Mann und Marc Lerondi, die für die Innenverteidigung verantwortlich zeigen, haben sich eben auch nicht so richtig auf der Höhe gezeigt. Das erste Tor nach 50 Sekunden und dann folgten noch zwei weitere Gegentreffer. Und dabei ist man heute unbedingt auf Abwehrseite, muss man richtig gut stehen, stabil stehen gegen Rostock, denn das ist der stärkste Sturm und gleichzeitig eine Mannschaft, die man nur so schlagen kann, indem man hinten stabil steht. Frank Grundheber. Das ist wahre Liebe. 900 Kilometer sind diese FCS-Fans nach Rostock gefahren. Und wenn so viel Herzblut die Spieler des FCS nicht in die Pflicht nimmt, ja, dann weiß ich es auch nicht mehr. Der FCS heute wieder mit Ufuk Özbek in der Startelf, war ja zuletzt mit der türkischen U19-Nationalmannschaft unterwegs. Und ganz vorne alleine Markus Fuchs. Ganz vorne im Sturm, weil Jürgen Luginger heute auf Velimir Girgic verzichten muss. Der hat eine Bänderverletzung im Knie. 10.000 Zuschauer und den 1. FC Saarbrücken erwartet das Duell mit der besten Offensive der Liga. Rostock hat bereits 29 Treffer erzielt. Die erste Chance kreiert allerdings die FCS-Offensive Özbek. Kevin Müller fliegt da ins Nichts, der Ball aber auch nicht ins Tor. Der erste Aufreger ist kein wirklicher Grund zur Aufregung. Immerhin aber der Beleg, Saarbrücken hat kein Startproblem. Schönes Pressing hier auf den ballführenden Mann, dann Forkel. Zimmermann, sensationeller Pass auf Özbek alleine, der kann überlegen, richtige Wahl. 1:0 für den 1. FC Saarbrücken. 8 Minuten gespielt und gleich die erste Großchance genutzt. Ja, Özbek ist zurück und kein Abseits. Das sieht man hier ganz deutlich. Und schauen Sie sich an, wie sehr sich die Mannschaft freuen kann. In diesem Team stimmt es. Aber herausgehoben werden muss der Pass von Nico Zimmermann. Perfekt getimt und mit großem Spielverständnis gespielt. Zimmermann musste ja vergangene Woche schon nach 38 Minuten vom Platz. Kleine Abmahnung an ihn, denn der Trainer sagt, er will mehr von ihm sehen als bisher. Also Saarbrücken führt, aber dann sehen die Zuschauer plötzlich einen verdutzten Nico Zimmermann. Was war passiert? Die Auflösung hier, 60 Sekunden nach der Saarbrücker Führung. Foul von Zimmermann an Schübler und das im eigenen Strafraum. Elfmeter für Rostock. Und da gefriert dem Fan das Freudenlächeln im Gesicht. Fällt jetzt schon das 1:1. Ja, es fällt. Aber der Jubel der Rostocker ist auch getragen von Erleichterung. Denn das war eine knappe Angelegenheit. Zumindest die Handschuhspitzen von Enver Marina haben den Ball noch berührt. Und trotzdem kann man dem FCS nicht absprechen, dass er hier in Rostock eine gute erste Halbzeit spielt. Zeitz. Schöner Versuch des 20-Jährigen, der ja seit einigen Wochen zum Kreis der U20-Nationalmannschaft gehört. Und Saarbrücken gehört auch die nächste Möglichkeit. Da haben wir noch mal Manuel Zeitz, wichtige Figur. Und hier die nächste Chance. Zimmermann, dann der Umweg des Balles wieder zu Zeitz. Und das ist ein Rückfall in die alte Problematik. Riesenchance für Manuel Zeitz, aber er kann sie nicht verwerten. Ja, da hätten sich die Saarländer für einen guten Auftritt belohnen können. Aber immerhin, es steht 1:1 und die Mannschaft sorgt für gute Stimmung unter den Fans. Dann aber auch mal Hansa. Wenige Minuten vor der Pause, Ziegenbein. Und dann ist Enver Marina gefordert. Schwieriger Ball für den Saarbrücker Keeper, macht er aber gut, pariert zu einer Ecke und bringt seine Mannschaft mit dieser Tat dann auch in die Kabine. 1:1 zur Pause und die Verteidigung um Lerondi und Mann steht. Die beiden haben Zweitliga-Format. Auf jeden Fall, auch wenn sie letzte Woche einmal geschwächelt haben, dürfen sie sich erlauben. Und wie würde es Jürgen Luginger gut tun, könnte man aus Rostock mal einen Sieg mitbringen. Die erste Halbzeit roch ein bisschen nach Überraschung und auch der Beginn der zweiten Hälfte sieht gut aus. Zimmermann und tolle Parade von Müller.
Schön aufgezogener Angriff. Und da zeigt sich das spielerische Potenzial des FCS und es zeigt sich, was da im Training alles erarbeitet wird. Zimmermann hat sich der Kritik seines Trainers gestellt und bietet heute eine gute Leistung. Dann Rostock, die müssen jetzt was tun. Und warum ist der Schied da ganz alleine? Glück für Saarbrücken. Glück, dass Schied hier vertändelt. Mit 7 Treffern ist er der beste Torjäger von Hansa. Und diese Chance hatte einen energetischen Effekt auf den FC Hansa Rostock. Auch die nächste Chance haben die Gastgeber. Diese Szene zwar abgepfiffen, aber dennoch, das Spiel dreht sich in dieser Phase. Und Jürgen Luginger spürt, die nächsten Minuten könnten entscheidend sein. Wieder Rostock. Und welch ein Reflex von Enver Marina. Tolle Szene, der Kopfball kam von Kevin Panewitz. Und dann Marina mit dieser beachtlichen Rettungstat. Aber jetzt spielt hier nur noch Hansa. Der Zweitliga-Absteiger hat den Neuling jetzt im Griff. Der FCS nur noch selten mit Angriffsbemühungen. Der Standard von Zimmermann. Ja, und so einer müsste einfach mal reinflutschen. Auch mal Dusel haben, das ist der Mannschaft zu wünschen. Manuel Zeitz hier im Bild. Der Kopfstoß kam aber von Markus Mann. Saarbrücken hält das 1:1. Noch etwas mehr als eine Viertelstunde zu spielen. Der FCS will wechseln. Schutzbach soll da kommen, aber der Schiedsrichter lässt trotz Unterbrechung keinen Spielertausch zu. Nicht zu verstehen. Und Rostock mit Kombinationsspiel. Mohamed Lartey hier. Und der lässt sich einfach fallen. Jänicke dagegen Zeitz. Und dann Forkel mit dem Eigentor. Ja, unglücklicher geht es kaum. Aber schauen Sie, hinter Forkel warten die Rostocker Angreifer schon. Wenn Forkel ihn nicht selbst über die Linie drückt, dann fällt das 2:1 trotzdem. Ja, jetzt liegt Saarbrücken doch wieder zurück. Ist da noch was drin? Zeitz! Ja, nicht zwingend diese Möglichkeit. Kevin Müller sicher und dem FCS läuft jetzt die Zeit davon, noch 10 Minuten zu spielen. Und wenn die Saarländer einen Spielzug aufbauen wollen, dann lauert natürlich die Kontergefahr, so wie hier. Rostock über die Außen. Und dann hat Jänicke die letzte Chance der Partie. Noch einmal eine weitere tolle Parade von Enver Marina. Doch auch er kann die Niederlage hier nicht verhindern. Der FCS verliert in Rostock mit 1:2. Und wie schon letzte Woche muss man sagen, es war wieder viel, viel mehr drin. Wir haben uns heute nicht belohnt. Erste Halbzeit schon, denke ich mal, war ausgeglichen. Ja, Rostock hatte nur Chancen mit langen Bällen oder bei Standards. Ja, wir hatten die eine oder andere gute Kontermöglichkeit, die wir nicht genutzt haben. Dann machen wir es 1:0 und bekommen ja, im Gegenanzug den Elfmeter. Ich weiß nicht, ob es einer war. Aber trotzdem haben wir viele Möglichkeiten gehabt. Und ja, zweite Halbzeit, wir wollten eigentlich wechseln. Schiri lässt nicht wechseln, keiner weiß warum. Und dann fällt es 2:1. Rostock ist Tabellenführer und Saarbrücken muss sich erneut mit Komplimenten zufrieden geben. Ja, Punkte wären allen Blau-Schwarzen sicher lieber gewesen. Ja, das können wir wahrscheinlich nur unterschreiben von dieser Stelle aus und schauen uns die Ergebnisse noch einmal im Überblick an des heutigen Spieltags. Aalen ohne H gegen Bayern München 2:2 unentschieden. Rot-Weiß Aalen mit H gegen Wien Wiesbaden 4:1 eine Überraschung. Regensburg Stuttgart 1:2. Burghausen Kickers Offenbach 4:3, also auch der Tabellenführer lässt federn. Babelsberg gegen Braunschweig 0:3, Unterhaching Jena 1:1. Bremen Heidenheim 0:1, Hansa Rostock wie gesehen gegen Saarbrücken 2:1 und Rot-Weiß Erfurt hat gegen Sandhausen 2:1 gewonnen. Schneller Blick über die Tabelle. Hansa Rostock jetzt neuer Tabellenführer mit 32 Zählern. Vor Kickers Offenbach, Eintracht Braunschweig mit 31 Punkten dahinter und dann Wien Wiesbaden. Das sind die Mannschaften, die um den Aufstieg spielen. Zweite Tabellenhälfte beginnt mit Unterhaching. Saarbrücken ist 15. 14 Punkte und damit 4 Punkte vor der Abstiegszone, auf der derzeit Karl Zeiss Jena, Bayern München und Werder Bremen 2
steht. Das soll es gewesen sein von dieser Sendung. Ich will mich von Ihnen verabschieden mit dem Tor des Tages. Das hat für uns Uwuk Özbek geschossen, der Stürmer des 1. FC Saarbrücken zum zwischenzeitlichen 1:0. Am Ende hat es nichts genutzt. Man hat mit 1:2 verloren in Rostock. Ihnen noch einen schönen Fernsehabend und tschüss.